Kundschafter sagen, die Ulas sind noch mehr als ein Dutzend Generatoren. Oh, hallo. Für die Dinger brauchen wir Treibstoff. Trinity hat noch ein paar Dutzend Gewehre zurückgelassen. Aber für zusätzliche Munition müssen wir einen
Die Mongolen zerstörten alles und die Stadt versank unter dem Eis. Ah!
Jetzt muss ich es bis ganz nach oben schaffen. Jetzt muss das Timing stimmen.
Nach dem, was ich gehört habe, klingt das, als hätten sie den Atlas gefunden. Wird auch Zeit. Nach den letzten paar Einsätzen hatten wir nicht viel vorzuweisen. Ich wünschte, es wäre unsere Sicht gewesen. Hey, hast du mehr darüber herausfinden können, was in der Kathedrale passiert ist? Nee, niemand will darüber reden. Croft war da, so viel ist sicher. Aber alle faseln immer nur von Phantomen in alten Rüstungen und so. Vielleicht war es denen ja einfach nur peinlich, dass... Was zur Hölle? Was war das? Einer von uns! Shit. Feuer frei! Ich sehe sie! Mach sie fertig! Thank you.
Valentinus, der Zeitmesser. Thank you.
Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Etwas hinter dieser Barriere. Thank you.
Eine blaue Glasvase in hervorragendem Zustand. Davon gibt es nicht mehr viele, verständlicherweise. Eisenanhänger. Die Soldaten des Reichs trugen sie manchmal an ihren Gürteln. Ruinen unter Wasser. Gott. Ich brauche einen Funk. Dämonenbesessenheit. Sie haben Exorzismen durchgeführt. Tief und... Das Tor lässt sich nicht öffnen. Ich muss irgendwie durchstoßen. Wer weiß, wie viele hier gestorben sind. Heute ist mein... Sie hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Bringt nichts. Irgendwas hält sie fest. Ugh!
Sie hielten diese Höhle für das Tor zur Hölle. Bringt nichts. Irgendwas hält sie fest. Thank you.
Müsste hoch genug sein. Für das Tor zur Hölle. Sieht gut aus. Mal sehen, ob es klappt. Für griechisches Feuer.
Das sind die Spuren eines mongolischen Reiters. Sie sind viel ansehnlicher und eleganter, als ich erwartet hätte. Und sie wurden ausgiebig benutzt. Der Besitzer war wohlhabend, ritt aber dennoch mit der Armee. Ihre Stelle. Nichts als Knochen. Total abgefressen. Gott prüft. Dieser Banner, die Insignien der unsterblichen Armee.
Hier haben sie die Kranken gepflegt. Die Überlebenden müssen gelitten haben. Die Halskette einer Frau. Aus baltischem Bernstein. Unglaubliche Handwerkskunst. Sie muss einer Adligen gehört haben. Ich habe mich... Eine Vase, gefertigt aus Silber. Sie weist starke Abnutzungserscheinungen auf, zeigt aber ein Porträt des Propheten. Sie müssen begonnen haben, Handel zu treiben. Ich muss eingeschlafen. Ein alter, geschnitzter Heidengott. Vielleicht ein Fruchtbarkeitssymbol. Ist schon Jahrtausende alt. Thank you.
Ein Trinkhorn. Recht unüblich für die byzantinische Kultur. Scheint aus der Gegend um Kiew zu stammen. Schwer zu sagen, die mongolische Grammatik ist kompliziert, aber es liest sich wie Anweisung.
Ein geschnitztes Holzrelief, das den Propheten von Kitesh zu zeigen scheint. Es ist recht abgenutzt und beschädigt. Es ist nicht aus Holz aus dieser Gegend. Man kannte den Propheten nicht nur hier.
Ein Elfenbeinstoßzahn mit Feinschnitzereien. Das Muster ist recht ungewöhnlich. Es ist eine Karte. Sie zeigt einen Weg durch die Berge nach Kitesh. Hätte ich früher gebrauchen können.
Wenn wir erwischt werden, sage ich, dass ihr mich mit vorgehaltener Waffe gezwungen habt, das Zeug zu klauen. Nichts für ungut. Ich wollte dich eigentlich selbst nehmen, aber du bist die mit dem Gold.